Ja, ich darf mich zuerst mal bei Premierminister Ponta recht herzlich bedanken, dass er bei seinem Besuch in Deutschland Baden-Württemberg ausgewählt hat. Er hat so schön gesagt, er ist nicht direkt nach Bukarest zurückgeflogen, sondern macht sozusagen erstmal in Stuttgart Zwischenstation. Das hat uns sehr gefreut. Ich selbst war ja am Tag der Deutschen Einheit 2011 in Bukarest und habe dort Gespräche mit dem Staatspräsidenten, Parlament, Regierung geführt. Und auch Minister Friedrich war jetzt erst im April wieder in Rumänien, sodass man sieht, dass wir im Rahmen der Donauraumstrategie sehr intensive Kontakte mit Rumänien pflegen und das sozusagen ein Schwerpunkt unserer auswärtigen und grenzüberschreitenden Aktivitäten ist. Aber wir hatten jetzt nochmal einen sehr lebendigen und intensiven Austausch, weil Rumänien ja eine Dezentralisierung und Föderalisierung anstrebt und das haben wir eigentlich intensiv diskutiert. Es war sehr interessant, welchen Weg da jetzt Rumänien geht und wir haben ja damit große Erfahrungen. Beispielhaft ist natürlich in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit im Bereich der dualen Ausbildung. Ich auch, das ist ja neben den vielen Produkten, die wir exportieren, einer der Exportschlager. Und wir werden diese Vertiefung in einem Letter of Intent nachher unterzeichnen. Ich werde dann nachher nochmal etwas dazu sagen, aber jetzt erst dem Herrn Premierminister. Ich danke Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann und der Regierung des Landes Baden-Württemberg für die Einladung nach Stuttgart und für die guten Gespräche, die wir geführt haben. Es war mein persönlicher Wunsch, auch nicht nur nach Berlin zu reisen, sondern auch speziell nach Stuttgart zu kommen, denn ich weiß um die sehr guten bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und Baden-Württemberg und wie wichtig es ist, diese weiter zu fördern. Die Unternehmen aus dem Land Baden-Württemberg haben wichtige Investitionen in Rumänien getätigt. Ich wollte durch diesen Besuch auch meine Dankbarkeit dazu zum Ausdruck bringen und zu unterstreichen, wie wichtig es für die Entwicklung Rumäniens ist, dass wichtige Unternehmer aus dem Land Baden-Württemberg in Rumänien tätig werden und da zur Entwicklung Rumäniens beitragen. Über 1.500 Studenten aus Rumänien studieren an baden-württembergischen Universitäten. Ich denke, das ist auch ein hervorragendes Zeichen und dafür möchte ich auch danken. Ich möchte auch erwähnen die gute Zusammenarbeit zwischen Rumänien und dem Land Baden-Württemberg im Bereich der EU-Donauraumstrategie. Herr Minister Friedrich war des Öfteren in Rumänien und hat hervorragende Kontakte zur rumänischen Regierung. Wir haben aber vieles aus der Erfahrung des Landes Baden-Württemberg zu lernen und das ist auch unser Ziel und auch Ziel dieser Reise. Es ist für mich eine Freude, dass wir heute in diesem Rahmen eine Letter of Intent unterzeichnen, das gerade den Bereich der beruflichen Bildung fördern soll in Rumänien. Es gibt bereits in Rumänien, in Brașov-Kronstadt, ein Pilotprojekt in diesem Sinne und wir möchten diesen Bereich deutlich ausbauen. Wir möchten mit der Unterstützung des Landes Baden-Württemberg in Rumänien ein System der beruflichen Bildung nach baden-württembergischem Modell aufbauen. Eines der Geheimnisse der großartigen Entwicklung des Landes Baden-Württemberg auf wirtschaftliche Entwicklung ist die Tatsache, dass es hierzulande dieses System der dualen Bildung, der beruflichen Bildung gibt. Ich freue mich sehr, zu wissen, dass rumänische Studenten in großer Zahl im Land Baden-Württemberg studieren und auch gleichzeitig, dass es rumänische Arbeiter bei Daimler gibt. Aber der große Erfolg wird sein, wenn wir es schaffen werden, in Rumänien dieses System der dualen Ausbildung aufzubauen und dort vor Ort dazu beizutragen, dass es eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung auf dieser Basis gibt. Ich möchte auf diesem Weg nochmal einen ganz herzlichen Dank aussprechen an die Regierung des Landes Baden-Württemberg für die Unterstützung, die sie uns gewährt auf diesem Wege.
Ich möchte auch besonders hervorheben, dass es eine Vereinbarung gibt der Kooperation zwischen den Polytechnischen Universitäten in Bukarest und Timișoara Temeswar und dem Fraunhofer-Institut und der Steinbeis-Stiftung gibt. Ich bin überzeugt, dass diese engen Kontakte auch weiterhin ausgebaut werden können. Und ich möchte unterstreichen, dass Herr Ministerpräsident Kretschmann und die Mitglieder der baden-württembergischen Regierung immer gerne gesehene Gäste sind in Rumänien. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank nochmal, Herr Premierminister, für Ihre wohlwollenden Worte meinem Land gegenüber. Wir wollen jetzt, also wie gesagt, die zwei Jahre nach der Verabschiedung der Donauraumstrategie gehört es zu einem Kernbereich unserer Nachbarschaftspolitik und deswegen geht es jetzt eben um die konkrete Umsetzung und deswegen spielt die berufliche Qualifikation hier eine große Rolle im Donauraum und wir wollen sie konsequent fördern und verbessern. Und ich glaube, wir können damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit der Region bekämpfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Region und des Donauraums stärken und eben unsere Unternehmen unterstützen, sich auch in der Region niederzulassen. Unser Kultusministerium schult jetzt bereits Experten des rumänischen Ministeriums für nationale Bildung und gleichzeitig gibt es eben vielversprechende Pilotprojekte mit deutscher Beteiligung zum Aufbau von Berufsschulen. Es ist natürlich nochmal so, dass natürlich den Kammern und Verbänden des Handwerks auch große Bedeutung zukommt bei der dualen Ausbildung. Ohne deren Expertise können wir unsere Fachkräfte in dem Maße nicht ausbilden. Und wären nicht international so wettbewerbsfähig, wie wir sind. Deswegen werden wir den Baden-Württembergischen Handwerkstag und die Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag bitten, ihren großen Erfahrungsschatz in die Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Baden-Württemberg einzubringen. Wir hoffen uns nun von der heutigen Unterzeichnung dieser Erklärung in diesem so wichtigen Themenfeld, dass wir einfach diese Kooperation vertiefen, weil gerade die gravierende Jugendarbeitslosigkeit in vielen europäischen Staaten uns mit großer Sorge erfüllt. Und wir glauben einfach, dass wir mit einer guten beruflichen Qualifikation hier einfach ein Modell haben, von dem auch andere und wir schließlich auch in der Kooperation selber profitieren können, aber vor allem einfach den jungen Leuten eine Perspektive in Europa zu geben. Herzlichen Dank.